Willkommen zurück zu Resident Evil 7. Puh, was für eine anstrengende Folge. Erstmal Margaret und dann mein toller Ehemann, der mich hier die ganze Zeit anflaumt, weil ich ihm tolle Ratschläge gegeben habe. Tolle Ratschläge. Alter, weißt du eigentlich, wie kompliziert das ist, Alter? Tastenkombination ohne Ende und dann musst du irgendwie suchen. Such doch mal hier, such doch mal da, da ist doch noch hier und guck mal da. Ja, ich wollte dir nur nahelegen, dass wir rote Chemikalien hatten. Damit hättest du ein großes... Ja, eine große Scheiße machen können. Damit hättest du dich gut heilen können. Also wolltest du dich eigentlich auch nicht hören. Heilen? Alter, du hast nicht mal Zeit zum Heilen bei dieser Käfer. Ja, und jetzt holen wir uns Prostituierte. Margaret. Margarine. Wir werden das klären. Ihre arme Gedanken sind, ne? Ja, sie ist ja nur auch eine kleine Käfer-Lady, ne? Käfer-Lady. Käfer-Lady. Okay. So. Margarine, ich habe ein Problem mit dir. Ich mag... Boah, Alter. Ja, Gott sei Dank, ich bin gerade dummerweise runtergefallen. War es jetzt glücklich oder nicht? Ich glaube, es war glücklich. Ja, da ist sie schon. Au! Ah, und sie ist abgehauen. Was hat mich denn da? Au! Margarine! Ah. Margie, hör auf! Hör auf jetzt! Wir können drüber reden. Oh, super. Gut daneben geschossen. Ja. Oh nein. Noch mehr Insekten. Magi-Girl. Oh, Alter, überall Insekten. Was ist denn da los? Hier gibt es eine Insektenplage. Holt den Kammerjäger. Die waren so ätzend. Ein paar in die Wampe reingeschossen. Komm, gehst du mal. Tut weh, wa? Ja, ich muss nachladen, Mann, mit dem Feuerding. Au, 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 also. Also dann springen Spinnen rum und fressen einen. So. Nachladen. Magier. Ich kotze irgendwas an, warte mal. Immer sehr gut, wenn man sie irgendwie dabei erwischt. Oh, da. Oh Gott. Flampierte Magi! Oh, Alter, hau ab jetzt. Ah. Au! Oh! Ah! Du kleine Käfer-Liebhaberin. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, Junge. Ich hab das auch, das Gefühl. Die waren doch schon weg, hallo? Ach, die zwei Käfer da oben noch. So, komm. Magi. Die gelbe Zeug da, ey. Ja, das ist Käferschleim. Damit pflanzt sich fort. Sie denkt, ich bin ein männlicher Käfer. Und das sind ihr... Na, geht. Jetzt reicht's. Magi, Babe. Ich bin so krank, weil... Ja, aber das ist tatsächlich wie eben gerade so, dass vier Augen mehr sehen als zwei, ne? So mit den Ansappern dieser Wände da, wo sie ihr Kokons gemacht hat, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ich hasse euch! So habe ich mir gerade... Ich habe doch gerade... Da war noch gerade... Ich habe doch da gerade... Voll den Arsch abgefackelt, jetzt furz mal. Das macht nicht hart, ne? Nee, beim Furzen, ne? Yeah, da kommt ein Schuss mit der Schrot. Au, ah, au, beim Strammeln erwischt. Lauf! Ethan! Boah, ich habe keine... Oh, wo kotzt sie wieder hin? Wenn ich das schnür, ne? Warte mal, da oben hat sie das abgekotzt. Da.
Mag die ja gar nicht, ne? Die nervt total irgendwie. Hier, irgendwo lag da Munition. Da, ja, genau, danke schön. Ja, ich hab sie gerade gesehen. Na, na, na. Alter, wir erwischen sie aber richtig beim Kotzen gerade, ne? Deswegen machst du die ganzen Insektentiere gar nicht. Komm, brenn für mich. Au! Oh! Oh, flambierte Magen. Oh, das ist nicht gut. Ja. Scheiße. Oh, Magie! Verdammt. Scheiße, ich hab nichts mehr zum... Hattest du nicht... Du hast gesagt, ich soll mir die Zeit dafür nehmen, entspannt Medikamente zu nehmen. Magi! Hi, Babe! Ich habe keine Dings, keine Kraftstoff mehr. Nee. Arsch geschossen. Was ist das denn da? Was war das? Wo ich gerade nicht sehen kann. Oh, die kotzt schon wieder ab. Ja, yeah, sehr geil. Aber wir konnten sie echt gut aufhalten jetzt bis jetzt, ne? Mit ihren scheiß Mücken, da die sie immer abstößt da. Mit den scheiß Kakokons. Kokons? Kokons. Kut. Ich weiß. Das ist irgendwie. Oh, verdammt. Jetzt sind sie da. Diese Kackviecher. Ja, ja. Das war dein Baby, ich weiß. Oh, Magi, Baby! Flambierte Magi! Ja, na, Baby. Geschichte. Oh. Sie ist vom Winde verweht. Bleib doch einfach tot, okay? Okay. Sag mal was. Ja, das sagt er auch mal. Bleib doch einfach mal tot, ja? Hm? Ach da. Haben wir eigentlich irgendwo noch so ein gutes Tablettenzeug? Guck ich gleich mal. Alter, wir haben ja nichts mehr gehabt, ne? Also nichts mehr am Flambierten. Oh. Aha. Meine Nase kribbelt gerade. Entschuldigung. Ich habe eine Insektenallergie. Oh, das... Da leg ich gerade, ey. Käfer krabbeln Insekten, denkst du? Allergie. Da fragt man sich, wie man sowas bauen kann, ne? Ich meine, der Unterschied scheint offensichtlich irgendwie so ein Moor oder Sumpf zu sein. Ja. Und die bauen da über den Sumpf irgendwie so ein Haus und dass das alles nicht gammelt. Ja gut, offensichtlich ja schon, aber ich denke mal, die Bakers haben sich da auch Ewigkeiten nicht mehr drum gekümmert, ne? So. Ja, dann hauen wir eben halt hier ab. Entrygeld. So. Mache ich so ein Mega-Getränk jetzt? Ja, könnten wir jetzt direkt hier auch gleich... Nee, ja genau. Nee. Nee, das lasse ich mal erstmal. Ich glaube, ich packe das mal in die Kiste. Und dann... Gucken wir mal. Bestimmt nur an den Steroiden, Freunde. Nur an diesen Steroiden. So. Ich werde mal ganz kurz eben. Sp-
Speichern. Aber Getränke. Auf einem ganz, ganz anderen Slot. Was? Alter, das windet draußen, meine liebe Freunde. Boah. Was haben wir? Was? Achso. Getränke. Ein Getränk oder nur ein Kräuterding oder irgendwas. Ja, ich kann auch Getränke mitnehmen hier, die hier. Damit du ein bisschen befriedigt sein. Also, ja. Da ist doch hier. Ja, hier draußen rennt hier auch irgendwas rum, Alter. Ah, oh, nee, ich bin da, glaube ich, nach einem Schluck Delta. Ein frisches H2O. Mit Blubbels. So, dass Margarets Mücken noch hier rumfliegen, ne? Ja. Sollten wir eigentlich gleich mal wechseln. Ja. Das hast du schon gelesen, ne? Ja. Ach, hier war. Gehirnzombie. Da spielt ich mein Klavier. Du da! Eine antike Münze. Hast du eine Idee, worauf? Nö, aber. Okay. Muss ja alles abkontrolliert werden. Alles abkontrolliert? Gecheckt. Gecheckt. Kontrolliert? Check. Kette geguckt? Check. Regal geguckt? Check. Kann man sich hier auch ein bisschen einarmen? Ein Dinosaurier. Ist doch Dings. Das ist, nicht, das ist doch nicht Barney, Mann. Barney, guck mal hier, das ist aber Slenderman. Slenderman, Slenderman. Die Familie Slenderman, was? Ich hab irgendwas bei Facebook gelesen, das ist Film von Slenderman. Wie soll jetzt was rauskommen? Echt? Ja, ich fand das Spiel sehr anstrengend. Ist ja nur so ein, das kannst du ja. Mhm. Das kannst du ja, das ist ja ein Spiel, was du ja auch nicht lange spielen musst, aber. Hallo, Mr. Bear. Mr. Bear, ich liebe dich so sehr. Der Kerl hat einen Bart. Ich nehme alles zurück. Da, bleib da sitzen. Na, warum denn? Ja, 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 ja. Hallo? Was für hübsche Babys. Also Puppen, meine ich jetzt mal. Ein fetzen Schriftstück. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Das haben wir schon mal gelesen, ne? Hopp. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl, Leute. Bleib fort. Okay, tschüss. Mann, ich muss selber schaffen. Kann ich nicht. Ich fahr Opel. Tor, 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 Tor. Ah, Pfosten. Was für ein gemütlicher Raum. Mit einem Bett und so. Hier die Lampe, die nicht angeht.
Und natürlich ein Draht drumherum, damit man es nicht verbrennt. Das ist echt ein wunderschöner Raum tatsächlich so. Also hier würde ich. Perfekt für einen. Ja. Also ich guck mal hier, Puppenhaus, Mädchen direkt, geht klar. Ganz liebevoll eigentlich. Was hältst du von unserer Tochter? Die kann auch direkt wohnen, oder nicht? Und schon in der Rumpelkammer, ne? Ach so, ja, geht ja nicht. Na, ja, gut. So, das war ein geheimnisvoller Hinzeichen, ja genau. Hinweis. Hinweis, Bett hier. Und ja, guck mal, das sieht doch schon sehr danach aus, als könnte ich. Ja, sieht aus wie ein überdimensionaler Puppenhaus. Dingenskirchen. Ich meine, überall diese Voodoo-Puppen oder ja, was? Ja, keine Ahnung, was das soll. Hallo, Leichnam. Na, du siehst Obst, aber auch nicht mehr so. Das Obst ist auch vergammelt, also essen wolltest du auch nicht. Tatsächlich, ne? Hungerstreik oder was? Ja, die hat kreisroten Haarausfall. Oh, Leute. Ey, du kümmerst dich echt nur um den Arm, aber du fragst gar nicht, was da dran hängt, ne? Ja, wo ich auch gehört habe, also, dass du das sagst, ne? Ja, aber da liegt eine Kinderleiche, Mann. Und da sind Kinderfüße jetzt. Hier, Mann. Das ist alles total normal. Ach, guck mal hier, die hat gerade den Raum umdekoriert. Das ist doch schön. Ja, muss man ja mal machen, ne? Wenn es einem nicht mehr gefällt, dann muss man es eigentlich mal umdekorieren. Ich hab da so ein ganz mieses Gefühl, Leute. Wow. Freunde! Das hört sich aber noch nicht so ganz freundlich an, glaube ich. Nee. Das sieht auch nicht freundlich aus. Ach, das ist aber. Ja, du lachst, haha. Sie sagt haha. Weißt du, sie ist Co-Pilot, weißt du, und sie sagt haha. Friss mal ein paar Schrotflintenmunition. Aber der ist ja immer noch nicht tot. Wer hält denn sowas aus? Bang, aber das kannst du nicht ab, oder was? Ich zeig dir einen Zettel. So. Ich habe das Gefühl, ich muss mich gleich übergeben, Alter. Ich mag sowas überhaupt gar nicht so haben, so ein Dunkel, das, da kann ich auch gleich Outlast spielen, Alter. Teddybär? Alles gut bei dir? Total beruhigende Geräusche hier. Ey, wo sind wir mal? Wo denn? Ich hab Lust auf Durchfall gerade. Der auch, den habe ich weggesmackt, Alter. Obwohl das noch so ein Hammer-Typ ist hier mit diesem komischen. Mach raus hier! Mutti! Tut mir leid, hier diese Inka, die versucht mir gerade irgendwelche Zeichen zu geben. Ich kann diese Zeichen nicht deuten. Die macht hier gerade hier den sterbenden Schwan und so. Die will mir, glaube ich, irgendwas erzählen, was ihr nicht hören dürft. Wisst ihr? Telefon. Wo ist denn das? Ach da. Hast du ihn gefunden? Ja. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Ja. Sie fragt gerade, ob das vielleicht die Zeit gleich oben ist. Marguerite, du bist aber tot, oder? Was?
Hattest du die Anmoderation gemacht? Ich will vergessen. Oh Leute, ey. Diese Frau. Ach, guck mal, hier haben die auch so ein... Hallo, hallo, wer da, wer da? Hallo, du sollst auch die Abmoderation machen. Ich lauf mal weg. Ich muss mal pieschen. So, bing, bus. Ach ja, wir waren hier verabredet, hab ich schon wieder vergessen. Wo zur Hölle bist du? Ja, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe, nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Nee, das stimmt. Als allererstes hätte ich gerne... Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Ja. Jetzt schau in den Kühlschrank. Na gut. Ich finde Lukas richtig geil, ne? Ja, un secondo, par favor. Wie das aus dem Kopf rauswächst, oder? Ja. Das erinnert mich, ich war ja mal Angler, ne? Und wenn ich so fische, dann... Und okay. Ja, ich sag ja... Ich sag ja, Schimmelmann mit Zahnfleischproblemen. Mein Gott, da wächst einfach so ein... Ja gut, aber das wurde ja kaputt gemacht und dann wächst da... Aber es ist ein Urs noch dran. Ja, so, einmal ganz kurz eben speichern auf einen, warte mal, auf, echt, so viel schon? Neuen Slot, na, ja, genau. Man weiß nie, es kann ja irgendwas Dummes passieren, ne? Und dann müsste man alles nochmal von vorne spielen, Leute. Tatsächlich alles. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch schon bald wieder zu einer neuen Folge Resident Evil. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme das mal so auf, diese Stimme. Resident Evil 7. So, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ach, nur so kurz nochmal. Ciao. Ciao. Hasta luego. Nein. Okay.